Benny erwartet einen bösen Gegner, hier bei Tales of Celia. Wir haben das Seegebiet dieser Höhle erreicht. Das sieht doch schon verdächtig aus hier. Also wir haben im letzten Part ein schreckliches Brüllen gehört. Und hier, das ist nur ein kleines Gebiet und das zu einem anderen Ausgang führt. Hier muss ein Bossgegner warten. Und der will uns dann ownen. Darauf habe ich an sich keine Lust. Mal schauen. So, Inferno-Tanz. Das erwischt einige. So. Elvin ist echt... Ich weiß nicht, wie ihr Elvin findet. Ich finde ihn sehr schwer einzuschätzen. Und das haben die Entwickler wahrscheinlich auch mit Absicht gemacht. Durch seinen Humor finde ich ihn richtig lustig und so. Aber was er für Sachen manchmal treibt, ist echt assig. Aber man kann irgendwie nicht richtig böse auf ihn sein. Das ist das Problem. Man kann nicht richtig böse sein auf ihn. Besonders auch durch seine Hintergrundstory. Seine kranke Mutter. Also, es ist schwer. Es ist verdammt schwer. So. Und tschüss. Bam. Und bam. Also das ist echt ein schwieriger Charakter. Einer der schwierigsten überhaupt. You sure this is the right way? What are you asking me for? What do you think, Elise? I'm just following Jude. Well, which way do you think we should go? Like you'd really trust any of my suggestions. You got that right, you lying liar! Yeah, what the Spud said. Do whatever you like. Right. Everyone! Something's in the water! Huh? Dragons. What a menacing display. What are you smiling about? This isn't a petting zoo. Here they come! Ich wusste es! Und nicht nur, dass es böse Gegner sind. Nein, es sind ausgerechnet Drachen. Warum muss man mich eigentlich immer mit Drachen ärgern? Wasserdrache 1 und 2. Einer hat 36, der andere 35.000. Und diese glänzenden Dinger, haben die irgendeine Bedeutung? Ich hoffe mal nicht. Okay. Ich bin mir nicht so ganz sicher, Leute. Das tut weh. Strategie. Ach, die benutzen sowieso Objekte. Okay. Aber wir haben Serienchance. So, komm schon. Wir müssen Inferno-Tanz einsetzen. So, oh mein Gott. So, Musee. Hilf uns, hilf uns. Spiralatem. Wow. Können die das... Machen die das, wenn die sich verbinden? Können die sich vielleicht verbinden? Au. Elvin, wach wieder auf. Wach wieder auf. Ich versuche mit Musee irgendwie durchzukommen. Aber funktionieren tut es nicht unbedingt. Achtung, der will wieder was einsetzen hier. Die wollen wieder was einsetzen. Oh mein Gott. Man muss einen schnell erledigen. Die dürfen nicht überleben. Komm schon, geh kaputt. Der darf nicht zum Zug kommen. Der darf nicht zum Zug kommen. Verhindert das. Die sind verbunden. Wenn die irgendeine gute Attacke macht, dann sind wir am Arsch. Wie viel hat er denn noch? 2000. Komm, jetzt müssen wir unsere Arte einsetzen. Inferno-Tanz. Erledigt. So, das bedeutet, er kann sich nicht mehr verbinden und irgendeine Scheiße drehen. So.
Und verdammt soll ich sein, dass ich hier Wasserdrachen umbringen muss. Vorsicht. Unterbrechen. Immer unterbrechen. Autsch. Mentaler Kratzer. So, du bleibst erstmal unten. Ich hab gesagt, du bleibst unten. Au. Man darf nicht hinter ihm sein. Da hat er die ganzen Klingen versteckt. Das ist das Problem. Ja, man darf definitiv nicht hinter ihm sein. So, Inferno-Tanz. So, der ist jetzt auch erledigt. Boah. I'm glad too. Really? You tried to use him as bait. Du wolltest ihn als Köder verwenden. So, Elise ist aufgestiegen. Reza Maxia to Jude! This is no place to space out! Oh, sorry. Don't sweat it, kid. No skin off our teeth. What's wrong? Just thinking about Zhao. Why did he give his life to protect me? Maybe because he cared about you. I don't know. You don't think so? I think... You don't want to talk about it? I still need time to think about it. Okay, sorry I can't be of much help. Maybe Mila or Rowan can figure it out. I'm sorry, too. Don't worry about it. Let's keep pushing forward. So, gewonnener Titel, Eisschmelzer und Drachenmörderer. Wenn ich den Titel Drachenmörderer irgendwann sehe, dann tick ich aus. Dann tick ich aus, Freunde, denn das geht überhaupt nicht eigentlich, dass ich so einen Titel bekomme. Was haben wir? Stärke, Vitalität, Intelligenz, Geschicklichkeit. Gab es nicht irgendwo mal so einen Geschicklichkeitsbonus? Beweglichkeit. Geschicklichkeit, da haben wir es doch. Das machen wir auf jeden Fall. Und die Lilium-Kugel erweitert sich. So, Intelligenz und Geschicklichkeit. Die Wasserdrachen. Those Aqua Dragons sure weren't shy about coming after us. They must have been half starved or something. I bet there's not much to eat in this spirit climb. It was probably my fault. I fought them before we all met. You fought the Aqua Dragons by yourself? I had to. They were trying to eat me. I was so scared. Oh, are Aqua Dragons drawn to Garrus trinkets? Tipo isn't a trinket. As you say, I suppose it does appear to be somewhat edible, and looks quite tasty, in fact. No, don't eat me! Musi, lass Tipo bloß in Ruhe. Oh, immer grün. Schick. Elise hat also schon mal gegen die Wasserdrachen gekämpft, na sowas. Chimärenmähne. Kuka-Eishöhlen, nördlicher Bereich.
Und oh mein Gott. Wo ist dieser verdammte Ausgang? Maybe Mila might know. Ja, wir suchen Mila schon. Wir suchen sie ja. Aber zuerst einmal müssen wir hier durch. Verdammt. Verdammte Panzer. Okay. Loswerden. So. Und vernichten. So, dann kümmern wir uns mal um dich. So. Hoppa, vernichten. Und tschüss. Und Elvin steigt auf. Alles klar, dann gucken wir doch mal. Genau. Stärke wollen wir für ihn erhöhen. Hoppa. So. Und Monsterflüssigkeit, okay. Ja, ich schätze, wir können die Geschäfte bald ziemlich gut aufrüsten wieder. So, an dir komme ich vorbei. Da habe ich keinen Bock drauf. Oh Gott, da hinten ist schon wieder so ein Panzer. Rahmenschwarze Federn. So, jetzt wird's schwierig. Ich versuche an ihnen vorbeizukommen. Groll nur rum, so viel du willst. Mich kriegst du nicht. Rahmenschwarze Federn. Und hier muss ich wieder hochklettern. Kletter gefälligst, bevor das Monster da uns kriegt. Oh mein Gott. So. Oh mein Gott. Suche Mila und die anderen. Was ist das denn? Frostskelett. Naja, die mögen auch kein Feuer. Und oh mein Gott. Elise geht schon direkt wieder ab. Aber die haben überlebt. Die haben tatsächlich überlebt. Und Feuer mögen sie nicht. Also die sind böse. So. Und weg, weg. Was haben wir hier? Monsterflüssigkeit? Oh mein Gott. Ich werde ein bisschen durchsuchen hier. Was wir hier denn so haben. Käferbein? Mhm. Ah ja, Strategie. Die sollen ja jetzt keine Objekte wieder verschwenden. Und da haben wir ein Geschenk. 10.000 Gold. Dankeschön. Piratenoffizier haben wir bekommen. Okay, gegen irgendjemanden müssen wir jetzt kämpfen, um an den Sack ranzukommen. Und los geht's. Inferno-Tanz. So. Viel Spaß damit. So, der ist weg. Hoppa. Und du bist auch gleich weg. Komm, verschwinde. So. Vorsicht, da ist noch ein anderes Monster. Hoppa, hoppa. Und oben sind wir. Der Kristall hat meinen Arsch zwar durchstochen hier, aber das ist mir jetzt sowas von egal. You seem unwell. It's nothing. I was just thinking about what happened. So, oh mein Gott. Wow. Das wäre fast in die Hose gegangen. So. Die Freiheit ruft! Los, ich will frei sein. So. Gleich sind wir frei. Und weg, 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 weg. Stirb. Stirb. Hui. Sachen gibt's. So, was ist das nächste Gebiet?
Die Zeilenwälder. Haben wir es eigentlich auf der Minimap? Oder auf der großen Karte? Ja, oben links sind wir. Okay, wir sind also von oben nach unten gewandert. Welche Stadt ist denn da am nächsten? Keine Stadt, sondern ein Verlies ist da. Noch ein Teil des Moors ist dort. Okay. Hm. Wer hätte das gedacht? Egal. Dann wollen wir mal speichern. Dumpa-dumpa-dumm. Und da komme ich ganz woanders raus. Keine Ahnung. Mir egal. Das sehen wir im nächsten Part. Bis dann.